Ja, dann wollen wir mal das Bild machen. Das regnet natürlich wieder. Und dann nach Lestalum fahren hier. Zeit hier. Hauptstory vorantreten hier. Bummel schon wieder. Ach, ich liebe es zu bummeln. Neuer Tag, neues Glück. Ja. Genau so ist es. Ich liebe es zu bummeln. Aber stört euch nicht, weil ich will wirklich alles machen. Und zumindest was ich übersehe, könnt ihr mir ja schreiben, bevor ich dann vorbeirenne. Das war der richtige Weg, ne? Oh, guck mal, hier können wir noch so eine Sightseeing-Tour machen, hier hinten rum. Einen schönen Roadtrip. Egal. Ja, aber der Weg stimmt. Ach ja, Walzer ist zwar schön, aber... Oh, Final Fantasy 9. Oh, wie lange ist das her? Elf muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich leider nicht gespielt. Schon ganz schön viel Musik von. Oh, schön in die Kurve driften. Da finde ich die 14 Musik haben wir auch schon. Gerade hier, was wir so haben. Richtigen Weg. Da können wir ja mal laufen lassen. Macht ihr da drin im Auto? Ich sehe euch nicht. Wir haben ein Dach drauf, kann ich euch nicht beobachten. Ja, mal gucken, ob wir langsam mal den Turbolader da oben rauskriegen. Aber jetzt wollen wir erstmal das machen, was wir gesagt haben. Foto machen, mal nach Lestalum. Ganzen Quests dort abgeben. Dann die Hauptstory machen. So machen wir das heute. Ich möchte hier leider nicht parken, oder? Nein, möchte ich nicht. War vielleicht rechts auf die Straße, ne? Na, ja, müssten ja gleich da sein, ist ja nicht mehr so breit, oder? Ja. Ich will ja Licht anmachen, wenn es so regnerisch ist. Kann ich nicht drauf fahren. Nur wohl hier halten. Raus mit euch. Ist doch nicht so anstrengend, das aus. Ja. Und dann aufs nächste Gefährt. Hey. Also dann? Aber wie komme ich da hoch? Hey Noct, über dir! Komm, hier so Pappnasen vom Himmel gerechnet hier. Nein! Oder? Da war eine Vollbremsung. Danke! Ich werde alle sitzen bleiben. Ich hole nur hier. Braver Junge. Goldsplitter. Was brauche ich? Oh.
Nein. Durch. Ja, mir außenrum war ja okay. Natürlich lieber gewesen, das Foto jetzt bei Sonne zu machen. Hoffentlich klart das noch auf. Ja. Hier unten ist ja noch was zum Sammeln. Kommt, machen wir hier ein Foto. Fotozeit. Oh nee, wir müssen noch woanders hin mit dem Foto. Oh nein. Wohin? Da. Oh, ein Stück zurück. Verdammt. Ja, so weit ist das jetzt nicht. Das machen wir noch. Ein Schokobo Dimitri. Los, Kleiner. Nehmen wir ein Schokobo Apollo 13. Ja, da geht's. Apollo 13, was machst du da? Mauer links, Mauer rechts. Nee, Zaun links, Mauer rechts. Die Typen noch hier? Ja, aber sind ein paar hotte Hüs. Mächtig lang. Hörner. Tut das weh? Kopfschmerzen? Das ist nicht normal. Vielen Dank. Oh, mein kleiner Chocobo. Yeah. Gladio. Okay. Direkt eine Kombo. Jawohl. Ja, also. Gib mir mal ein Element. Sehr gut. Feuer. Feurio. War klar, dass die Typen jetzt auch noch vom Himmel regnen. Renn euch nieder, ihr Schweine. Oh, verdammt. Ach, ein paar Bienen auch noch. Habt ihr die mitgebracht? Baller ihn weg mal da, den blöden MI-Ding. Sehr gut. Oh nein. Meine MP verbraucht. Nimm's mir nicht übel. Zack. Das war's. Da haben wir noch gut hingekriegt. Du hast Insekten. Ich? Ja, ich kann sie nicht ausstehen. Ich auch nicht. Bäh. Ja, ich auch nicht. Bäh. Bäh. Insekten. Aber ich mag auch keine. Ich meine, die können ja draußen. Oh, guck mal hinten, die bewegen sich ja. Draußen können sie ja machen, was sie wollen, ne? Aber hier drin, in meiner Butze, brauche ich die nicht. So, Jungs, einsteigen. Wir müssen wenden. Gehen wir. So, los geht's. Wenn ihr euch nicht benehmt, drehe ich die Maschine um. Darauf mitfahren kann.
Mit dem Tempo kommt man ja eh nirgends an. Nein, ich möchte hier nicht parken. Ach, ich vergesse mal, FP kann ich ja gar nicht gucken, wie viel ich habe. Wenn ich im Auto bin. Da muss ich warten, bis ich ausgestiegen bin. Verfolgt ihn. Bin auf der Brücke. Obwohl. Raus mit euch. Fotozeit. Achtung, Aufnahme. So, gehen wir zurück. Ja, es dürfte mir hier einige abgeben. Eine ganz schöne Strecke. Egal. Da rein. Okay, los geht's. Los geht's. Na, die fährt ja direkt nach Lestalum. Können wir eben tanken, dann fahren wir da vorne auf den Parkplatz. Und jetzt. Ah. Ich bin schon wieder Dummnasen. Ach, ist das nicht schön. Was brummt denn hier mal so? Ist ja wieder so ein... so Biester. Garstige Biester. Ach ja. Das dauert noch ein bisschen. Wir heizen hier herum. Achso. Also irgendwo hier in dem Bereich müssten auch noch Aufgaben sein. Und haben wir hier noch gar nicht. Ah, ein bisschen was haben wir noch.
Ach ja, ist nicht so spannend. Wir sind gleich da, wir haben es ja geschafft. Stallum ist in Sichtweite. Aber wir müssen tanken. Wegen der Sau verfährt den ganzen Sprit. Raus mit euch. Wir dürfen schon weit nicht weg von vergessen, der Zapfsäule. Uns mit Heilmitteln einzudecken. Überraschend vernünftig von dir. Was soll das heißen, überraschend? Ja, weil das überraschend ist. Da Klick gemacht. Klick. Voll. Also für 10 Gil, für 10 Euro immer voll tanken würde ich auch gerne machen. Mach ich ja, hab Gasanlage. 10 Euro voll getankt. Gehen wir. So, los geht's. Raus mit euch. Nein, Alles klar. Könnt ihr nicht mit auf der Straße stehen? Ich hab's verpasst. Schnallt euch an. Okay. Oh, ich will euch hier parken. Ist auch da vorne. Wir schauen ja mal wenden hier. Ah, geht doch. Aber nicht gleich so. Schon alles auf Repeat. Gar nicht drauf geachtet. Gut. Gehen wir mal die ganzen Aufgaben hier ab und dann quatschen wir da mit dem da. Der steht da schon seit ein paar Tagen. Wartet. Hey. Grüßi, grüßi. Willkommen zurück. Habt ihr ein paar tolle Fotos für mich? Ja. Reichen die hier aus? Oh mein Gott, die sind so fantastisch, meine Erkenntnisweise. Rechnen. Ja, sehr gut getroffen. Ein Glück, mir fällt ein Stein vom Herzen. Um ehrlich zu sein, ist diese Sonderausgabe eine Art Alleingang von mir. Wenn ich dann mit schlechten Bildern komme, stehe ich doof vor meinen Mitarbeitern da. Hast du in der Firma eine Menge zu sagen? Ja, ich bin der Direktor. Was? Vorstandsführender Direktor von Meteor Media. Sieht man mir das nicht an? Nee. Du bist aber direkt. Aber lasst euch von meiner Position nicht einschüchtern und helft mir schön weiter. Alter, ich bin König. Na ja gut, von König von nichts, aber König. Boah, 10.000 Üben. Was, willst du noch mehr Bilder? Hey, mein Rasenmäher, hab Arbeit für euch. Wie sieht's aus? Klar, machen wir. Auch diesmal brauche ich wieder Fotos für meine Sonderausgabe. Und zwar geht es um das Königsgrab, das im Trümmerheim verborgen sein soll. Ich dachte, es geht um Götter. Wie? Ist dir etwa neu, dass das Luzische Königshaus mit den Göttern und Legenden verwoben ist? Ist ein ziemlich gefährlicher Ort. Packt ihr das? Ja. Kein ja. Freund von vielen Worten, was? Jedenfalls brauche ich auch ein Foto vom Tor dort. Das wird toller Stoff für einen Bericht über das Vermächtnis der luzischen Könige. Ich hab sogar einen Schlüssel, um da reinzukommen. Boah, krass, ne? Gut. Sag mal noch, irgendwo müsste hier noch was für dich. Darf man von Gräbern Fotos machen? Warum nicht? Ja, warum nicht? Darf man von Gräbern Fotos machen? Sehr gute Frage.
Oh nein, er hat mit seinem Finger auf mich gezielt. Tötet ihn. Wo bist du denn her? Ich habe schon auch mal so eine ewig wiederholende Aufgaben. Hallo auch. Nanu? Etwa ausverkauft? Hm? Bist du mit dem Sortiment unzufrieden? Tut mir leid, aber bis zur nächsten Lieferung dauert's wohl noch. Meinem Lieferanten ist die Fracht nämlich vom Wagen gefallen. Und das an einer ziemlich gefährlichen Stelle. Keine Ahnung, ob wir es überhaupt bergen können. Ach so. Wenn du Lust hast, kannst du natürlich versuchen, das Zeug selbst zu sichern. So, so. Na, bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Herzlich willkommen! Hast du Mehl? Oh, Mehl. Bisschen teuer. Mit Vergnügen. Ich würde doch so gern mal den Orangenkuchen essen. Was? Schwül? Ja. Heißt. Hat doch gerade geregnet. Was täte ich nur ohne euch? Vielen Dank. Wenn euch danach ist, dürft ihr beim Ernten ruhig auch mal was naschen. Boah, Aufgabe abgeschlossen. Ja, schön. Schön, schön, schön. Die sind an den Waren leider genauso interessiert wie wir und der Klügere gibt bekanntlich nach. Jo, 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 jo. Waren schon alle? Ah, eine ist hier noch. Ob hier sonst noch eine ist? Nee, die letzte. Ich mache mir Sorgen wegen der vielen Beben. Hoffentlich kracht uns hier nichts zusammen. Das werden wir bald herausfinden. Da seid ihr ja endlich. Der faule Jäger hat sich in der Zwischenzeit gemeldet. Dank euch werden wir eine ordentliche Stange Geld verdienen. Beste Waren zu besten Preisen bei Bienen. Ja. Die Auslagen sind gefüllt, also seht euch ruhig um und kauft schön was. Okay. Nehmt meinem Enkel die Späße nicht krumm. Die Festplatte steht ja echt in Flammen. Kann man die überhaupt... Noch eine Aufgabe? Sieht nicht aus. Meine was habt ihr denn? Sind 1A, Wort drauf. 1A, Wort drauf. Hör, Alter. Vielen Dank. Wieder, wieder. Was für ein Trubel. Jetzt gibt's keine Ausreden mehr. Du warst wirklich nicht so als Kind, Ignis? Daran würde ich mich erinnern. Wie warst du überhaupt so früher? Hat irgendwie keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wahrscheinlich genauso langweilig wie jetzt. Wahrscheinlich. Wow. Ihr wisst schon, euer Kumpel mit euch läuft, über den ihr daherzieht. Schon wieder 17 Uhr. Der Ravatoga ist ein prächtiger Berg. Sollen wir noch mal schlafen? Letztendlich lande ich doch immer bei den Sandwiches. Willkommen. Was darf's heute sein? Gute Frage. Oh, nichts von dir. Komm, Leute, wir gehen ins Hotel und dann geht's los. Wir sollen ja nachts nicht draußen sein, hat man uns gesagt. Wo ich in letzter Zeit sehr oft nachts unterwegs war. Prinz Noctis, kommt bitte bald wieder. Noch hier. Haben die Kopfschmerzen nachgelassen, Noct? Nein, immer noch Kopfschmerzen. Willkommen, der Herr. Sie wünschen ein Zimmer? Oh, 300 Gil. Muss aber ein teures Zimmer sein, ja. Ein gutes Zimmer vor allen Dingen. Oh, 33. Wir sind für Noct. Oh.
Das nicht, was ist das denn hier für ein Bild? Das ist Stein fotografiert oder was? Guck zum Brubbel. Sogar im Kampf siehst du gelassen aus. Ich sehe ganz normal aus. Sieht ganz normal aus. Unnormal. Jetzt aber. Guten Morgen. Na? Kommt ihr zwei. Du auch, Ignis. Auf geht's. Ja. Der Prinz überhaupt um 6 Uhr aufsteht. Oder der König. Majestät. Doch noch viel zu früh, die Augen zu öffnen. Puste. Seid ihr los? Soweit? Und ich bestimme, wer fahren soll. Du. Du sollst fahren. Von mir aus. Gut. Dann fährst du also den Regalia. So, bereit zur Abfahrt? Ja, warum soll ich nicht bereit sein, meinem Auto zu fahren? Oh nein, Schwarzblende. Ah, Blende. Oh. Bild beendet. Aber damit das klar ist, das wird kein Wettrennen. Ihr fahrt schön brav hinter mir her. Wenn ich euch abhänge, ist das Spiel allerdings aus. Und wehe, ihr fahrt zu dicht auf und zerschrammt mir meinen geliebten Wagen. Ja, doch. Ist ja gut jetzt. Fahren wir los. Gut. Schön die Sicherheitsgurte anlegen, Kinder. Am Kai war der Kerl auch schon. Ob er eine Reise macht? Wenn du mich fragst, ist das mehr als nur ein Zufall. Mir kommt's eher so vor, als würde er uns verfolgen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Und es beunruhigt mich. So wie die Frage nach seiner Herkunft. Wie ein Niflheimer wirkt er eigentlich nicht, oder? Wie ein Lucianer, allerdings noch viel weniger. Gute Frage, wer ist das? Hallo an mir. Hoffentlich ist das unser letztes Treffen. Ja, aber ohne ihn kommen wir nicht zum Zentrum der Cortez-Platte. Matt, was hältst du von dem Typen? Keine Ahnung, vielleicht hat er eine Midlife-Crisis und sucht Anschluss zu jungen Leuten. Ja, stimmt. Das könnte gut sein. Wir bleiben jedenfalls erstmal bei unserem Plan. Ja, wenn's brenzlig wird, seilen wir uns ab. Was, wenn es brennt, ich würde sein wie ein ab. Nockt. Was machen die Kopfschmerzen? Jetzt geht's gerade. Sie kommen und gehen. Hoffentlich bleibst du verschont, solange du fährst. Fahr rechts ran, wenn's weh tut. Warum will er unbedingt, dass ich fahre? Ist in der Nähe ein Refugium? Willst du etwa schon wieder zelten? Erholen wir uns lieber richtig. Campen ist erholsamer als jedes Hotel. Was findest du am Campen bloß so toll? Die vielen Mückenstiche vielleicht? Es geht nichts über den unvergleichlichen Duft der Natur. Kein Zeitdruck und ein Gefühl der Abs. Was haltet ihr davon, hier zu rasten? Was hältst du davon, uns ans Ziel zu bringen? Der Riese rennt euch schon nicht weg. Das ist nicht der springende Punkt. Also übernachten wir mit Arden. Niemals. Im Refugium können wir zelten. Nein. Wisst ihr, zelten ist nicht mein Stil. Dort drüben ist ein Wohnmobil. Ich spendiere die Übernachtungskosten. Es ist mitten am Tag. Bin trotzdem müde. Sehr suspekt gerade hier. Hatten wir doch gerade erst. Ich wusste ja, dass sie Nickerchen machen, hätte ich nicht vorher noch ein Hotel aufgesucht. Ach, wow. Was ich EB. Nanu, wen haben die Paparazzi denn da erwischt? Oh, tut mir leid, hab nicht gefragt. Nein, nein, keine Angst. Wir wollen doch dafür sorgen, dass der Prinz mein Gesicht niemals vergisst.
Was soll das denn heißen? Genau. Eine Lockpfeife gegeben. Mit ihr kannst du Gegner in der Umgebung anlocken. Okay. Lockpfeife. Rocky Five, 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 Five. Weiter. Ich bin vom Blute der Kanadi. Wie meine Mutter werde ich alles tun, damit die Menschen in Frieden leben können. Dies war der Tag, an dem Prinzessin Luna Freya als jüngste Kanadi in die Geschichte einging. Ist das viele Beten nicht anstrengend? Ich frag mich, wo sie wohl hin ist. Habt bitte keine Angst. Ich hoffe, dies lindert euren Schmerz ein wenig. Danke, euer Gnaden. Eos, Quell allen Lebens. Bewahr uns vor der drohenden Dunkelheit. Es ist vollbracht. Noch seid ihr nicht ganz genesen, aber schon bald. Ein Wunder. Vielen Dank, werte Kanaki. Oh, ehrenwerte Luna Freya, ich bin weit gereist. Doch endlich. Es tut mir leid. Ich bin euch sehr dankbar. So dann, beginnen wir. Sie hätte sich einfach in der Stadt verstecken sollen. Stimmt, zum Beispiel in meiner Wohnung. Oh ja, deine Alte hätte sich bestimmt riesig gefreut. Noct, wenn wir zurück sind, setzt du den Benimmkurs fort. Wie kommst du denn da drauf? Na, durch die Hochzeit wird das öffentliche Interesse an dir steigen. Meinst du? Momentan kräht doch kein Hahn nach ihm. Na, schönen Dank. Es wird Zeit, dass sich das endlich ändert. Wir wollen schließlich nicht, dass die arme Luna ihm alles beibringen muss. Ach, jetzt verstehe ich. Noct, du musst der Kanagi ein würdiger Ehemann sein. Schlimmstenfalls kann sie ihn einfach als Zepterständer benutzen. Womit habe ich euch nur verdient? Bonjour. Wie mein? Der Typ schon hören, ne? Geh schon in Krise, ehrlich. Bonjour. Was darf's denn sein? Oh, was darf's denn sein? Hier habe ich schon was gekauft. Oh, Kaktor. Besten Dank. Oh, Angelschilder. Schönen Dank. Ab hier gibt es kein Zurück. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Seid ihr euch wirklich sicher? Gut. Lasst mich wissen, wenn... Okay. Oh, kurz auf die Karte, wo wir sind hier. Okay, wir sind hier. Also fast genau in der Mitte. Wahrscheinlich jetzt nach Dorn. Na ja, gut, ich habe gesagt, ich mache ein bisschen weiter. Soweit seid. Ich noch ein paar Fertigkeiten aus bis in ihren Mandus. Dann noch ein Feuerangriff, 3 Kommandowagen. Okay, Schild, hier einen Schwungschaden zu Kosten 2. Dann den Prompt noch. Harry. Hm.
Heilung. Und du brauchst so oft Heilung. Erstmal ist die Hilfe. Magie. Königswand brauchen wir 48. Habe ich noch. Nun. Athos-Werte. 99, 90, 99, 99. 333. 333. Team. Haben wir auch schon viel. Combo Boost. Wird den Schaden von Combo Siemens. Rumpz. Ah. Ab hier hey. Gibt es kein Zurück. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Seid ihr euch wirklich sicher? Ich bin mir nie sicher mit dem, was ich tue. Aber ja. Den Meteor als Energiequelle zu nutzen, ist mehr als brillant. Zapfen Sie den Meteor dafür an? Als der Meteor auf Eos stürzte, war es Titan, der ihn vor dem Aufprall abfing. Die Menschen sammeln die Bruchstücke ein, die dabei vom Meteor absplitterten. Und noch immer trägt der Riese ihn auf seinen Schultern. Echter Knochenjob. Bestimmt ist er ziemlich verspannt. Kein Wunder, dass die Bewohner Daskars den Riesen so verehren. Es hat sich ein regelrechter Kult gebildet. Ich frage mich, wie es tatsächlich unter dem Meteor aussieht. Ein Riese stemmt den Meteor. Und seit langer Zeit, boah, Dell. Da drinnen herrschen ziemlich hohe Temperaturen. Macht deine Kamera das mit? Berufsrisiko. Solange sie nicht ins offene Feuer fällt, sollte sie halten. Wenn sie kaputt geht, kriegst du keine neue. Lass sie lieber im Auto. Nein, niemals. Vielleicht sehen wir sogar den Riesen. Die Gelegenheit auf den Schnappschuss darf ich mir nicht entgehen lassen. Tja, der passt doch ohnehin nicht ins Bild. Versuch ist es wert. Es gibt kein Fundbüro für verpasste Chancen. Wow, prompto. Den Spruch habe ich mal auf einer Klotür gelesen. Ah, naja, klar. Na. Den Spruch habe ich mal auf einer Klotür gelesen. Ja, das ist gut. Ah. Und deine Brille, Ignis, beschlägt die bei der Hitze nicht? Solange es nicht auch noch feucht da drin ist. Und wenn doch, kannst du sie ja einfach abnehmen. Seine Augen sind schließlich gar nicht so schlecht. Ach, wirklich? Nun, ich kann auch ohne Brille noch genug sehen. Echt? Wieso trägst du sie dann überhaupt? Naja, es geht nicht darum, was er sehen kann. Eher darum, was seinem Blick entgehen könnte. Ja, ich bevorzuge einen scharfen Blick. Ah, stets wachsam und immer auf der Hut. Was, Ignis? Sag mal, Ignis, wie ist das eigentlich so für dich als Beifahrer? Beängstigend. Was soll das denn heißen? Immerhin ist Nott mehrmals durch die Prüfung gefallen. Hatte halt Pech. Lies ein Buch, Ignis. Das lenkt ab. Mag sein, aber ich achte lieber auf den Verkehr. Also, so schlimm fährt Nott nun auch wieder nicht. Danke, Prom.